Mit Ramazama durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, und ihr seid hier auf meinem Kanal Let's Play Today. Und wir wollen Teso spielen. The Elder Scrolls Online. Grammatisch richtig wäre eigentlich The Elder Scrolls, weil es ja ein E ist im nächsten Wort. Aber das ist erstmal zweitrangig. Wir spielen nicht mit dem Charakter. Ich habe vorhin einen Charakter erstellt. Weil das wollte ich nicht im Screen machen, da ich schon eine Folge hochgestellt habe zur Charaktererstellung. Aber der Charakter, es war fast dasselbe wie hier. Bloß hier bin ich jetzt noch dazu, zu dem Zauberer Vampir. Und zu dem Charakter möchte ich mir gerne Werwolf besohlen. Ich hoffe, das funktioniert so. Und ich hoffe, die Soundeinstellungen sind jetzt auch passend, weil ich habe gemerkt, in der ersten Folge, wo ich die Charaktererstellung gemacht habe, war das alles echt ziemlich leise, da jetzt ein Update auf meiner Elgato, auf dem Programm ist, und dass die Einstellungen jetzt irgendwie anders sind. Ich hatte meine gewohnten Einstellungen, die musste ich jetzt umstellen, diese Gewohnheit, und muss es tatsächlich, ich hatte vorher immer auf 40 Lautstärke die Spiele. Und jetzt muss ich sie tatsächlich schon auf 70 hochdrehen, damit die Spiele überhaupt zu hören sind, ordentlich. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. So, und wir wollen mit dem Charakter hier spielen. Ich finde ihn sehr cool. Er ist gut gelungen auf jeden Fall. Ich habe den schön groß gemacht und schön breit, da das, wie man sieht, ein Templer wird, der gut Damage macht und dazu noch Heiler ist. Ja, und wir sind halt im wehklagenden Kerker, ist ja klar. Und fangen da einfach jetzt mal direkt an. Ich werde zusehen, dass ich mir direkt zum Anfang, wenn wir aus dem Weg lagen, den Kerker raus sind. Ich glaube, ich muss das ein klein wenig leiser drehen. Wartet mal. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich habe es jetzt 5 leiser gedreht. Also auf 65. Sollte soweit passen. So, hier sind wir nämlich. Wie gewohnt. So. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu schnell hier. Ich weiß es nicht, ob das zu schnell ist und ihr da nicht ein bisschen Motion Sickness davon bekommt. Ich guck mal, warte mal. Kamera. Ja, ist auch nicht viel langsamer so. Fang einfach mal an. So, und drückt X, um Gegenstände einzusammeln, ist klar. Also mir ist es auf jeden Fall klar. Und wir werden auch ein bisschen drauf achten, was wir einsammeln. Zum Beispiel die Schädel, ich weiß es nicht. Brauchen wir nicht. Guck mal, hier können wir reingucken. So, Plunder, der für Händler einen Wert hat. Den nehmen wir mit natürlich, damit wir schon mal ein bisschen Gold haben. Also, ist ja nicht viel, ja, es ist halt ein bisschen. So, wir müssen zu der Ollen hier. So. Kommen wir den weggeworfenen Eisenbienenhändler. Haltet eure Waffe bereit und seid. So, ich habe bewusst die Khajiit gewählt, weil die haben einen erhöhten Waffenschaden. Da ich mehr auf Waffenschaden gehen möchte und Angriffe und jetzt nicht direkt auf die Heilung aus bin. Denn die Beschreibung sagt ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht, wir werden jetzt erstmal nicht angeln. Denn die Beschreibung von den Templer sagt ja, dass er nicht nur zur Heilung fähig ist, sondern auch extreme Schäden austeilen kann. Also halte ich das für richtig, dass ich das jetzt so mache, da ich mehr auf Schaden gehen will.
Und jetzt nicht unbedingt. Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Waffen auf dem Weg. Auf die Heilung. Ist zwar auch ein Merkmal mit, dass wir auf Heilung gehen, aber das Hauptmerk ist auf jeden Fall Schaden auszuteilen. Dürfen wir jetzt mal hier reingucken. Plunder nehmen wir mit. Ihr müsst mich retten. Im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, wenn ziemlich Action ist. Ich drehe es nochmal in 5er runter. So, jetzt habe ich es auf 60. Sollte erstmal so in Ordnung sein. Ich gucke mir ja die Folge dann auch nochmal an. Danach. Und werde sehen, ob das so in Ordnung ist oder nicht. So, wir gucken mal hier. Da ist ein Sack. Gut, den können wir nicht looten. Ja, hier. Tetrafetzen nehmen wir mit. Hirse. Ja, wir haben jetzt eh noch nichts an Rezepten, die wir jetzt verbrauchen könnten. So. Der Prophet, er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Entschuldigung, dass ich jetzt den ersten Text aus Versehen übersprungen habe. Ich bin... mein Finger ist schwer geworden. Ich bin aus Versehen auf X gekommen. So, wo sollen wir jetzt hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Wo sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Oh, wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Ich werde jetzt nicht hier alles vorlesen, was die Gegenfrage ist immer. Ich brauche ja genauso lange zum Lesen wie ihr im Endeffekt. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller, das kann sein. Ich habe mir schon mal sagen lassen, dass ich ziemlich schnell lese. Aber ihr könnt es ja lesen im Endeffekt. Ihr seid ja begabt im Lesen, denke ich doch. Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch einen Seelenberaubten. Ich weiß nicht warum. Ah,
ich habe hier einen permanenten Ausschlag auf meinem Mikrofon. Warum? Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich hoffe, ich habe nicht irgendeinen Sohn oder Summen in meinem Mikro drinne. So, jetzt ist es weg. Ich habe mal eben kurz am USB gewackelt. Okay. Ich hoffe, das beeinträchtigt jetzt nicht meine Aufnahme. Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Daedra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Achso, das hatten wir schon. Wir sollten weitergehen. So. Okay, ich nehme jetzt einfach weiter auf. Ich hoffe, dass das keine Störgeräusche waren, die da jetzt mir angezeigt wurden. Es könnte aber gut möglich sein, dass die ersten 5 Minuten vielleicht ein bisschen störend sind. Oder, ja gut, die ersten 8 Minuten, so wie es aussieht. Gemacht, mein Freund. Bei Arkais Bart. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch! Wir haben unseren ersten Fertigkeitspunkt erhalten. Finde ich sehr gut. Aber den bekommen wir an dieser Stelle standardmäßig sowieso immer. So, das nehmen wir mit. So, okay. Gehen wir mal, gucken wir mal. So. Ja. So. So, und da geht's nämlich los. Wir müssen auf jeden Fall hier auf Waffe gehen. Wir sind Bürger. Admeri Dominion. Kopfgeld 0, ist ja klar. Reitlehre bereit, ja. Ausdauer des Reittiers, ja, ist klar. Und keine aktiven Effekte. So, Fertigkeiten. Jetzt gucken wir mal. So, guck mal hier. Durchschlagende Hiebe. Haben wir hier, was ist das? Zorn der Morgenröte. Er lasst den Feind mit einer Ladung strahlender Hitze in Flammen aufgehen. Was eben? Okay. Okay, okay, okay. Okay. Hier haben wir Feuerschaden. Hier haben wir das. Wiederherstellendes Licht ist wahrscheinlich die Magie. Die Heilungsmagie. So, und ich würde sagen,
Okay, das ist ziemlich gut. Ihr seht schon, ihr startet einen unerbittlichen Angriff mit euren aetrischen Speer auf Feinde vor euch und verursacht dabei mit jedem Schlag 470 Magieschaden. Der nächstgelegene Feind erleidet mit jedem Treffer zusätzlich 140% Schaden und das Lauftempo wird 2 Sekunden lang um 70% beim letzten Treffer verringert. Hört sich sehr gut an. Jetzt möchte ich nochmal hier gucken. Ihr lasst einen Feind mit einer Ladung strahlender Hitze in Flammen aufgehen, was ihm 2016 Flammenschaden und zusätzlich 5 Sekunden lang insgesamt 1890 Flammenschaden zufügt, so wie sein Lauftempo um 40% verringert. Okay, hier ist die Chance auf Crit ziemlich hoch. Also das kommt mir jedenfalls so vor, es sieht hoch aus. Nehme ich erstmal das, denke ich. So, hier haben wir ganz normal die Zweihänder-Skills. Zweihandwaffen halt. So, leichte, schwere, mittlere Rüstung. Wir werden nur mittlere und schwere brauchen. Und so weiter und so fort. Okay, fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir nehmen das Sonnenfeuer. Gefällt mir sehr gut. So, können wir jetzt natürlich nicht nehmen, weil es ein Skill ist, den wir nur nutzen können, wenn Gegner bei uns sind. So wie es aussieht, so. Ich bin gespannt, wie sich dieser Charakter entwickelt. Ich bin ja eigentlich immer so der Typ Magier. Der Intrigen kann jeden der immer Magier spielt sehen. Eigentlich, egal wo und wann. So, guck mal, hier sind keine Leute, ey. Wo ich das erste Mal... Ach doch, da ist der erste. Nielsen. Ja, guck mal, er kommt mit Level 2 da raus. Das ist ja krass. Achso, wir sind ja auch selber Level 2. Wir sind ja nicht... Wir starten ja nicht mit Level 0, wir starten ja mit Level 1. So, und hier unten gibt es schon ziemlich viel zu holen. In dieser ganzen Gegend hier. Wir müssen nur gucken, dass wir uns zurechtfinden. So. Wie war noch gleich euer Name? Zielübung? Ich weiß immer nicht, ob die uns damit meint oder keine Ahnung. So, und so, Lederfetzen brauchen wir nicht. So, guck mal, da haben wir schon das erste. Ich lege jetzt noch nichts an. Das ist Quatsch. Das Eisendolch, den verkaufen wir dann. Jasmin brauchen wir erstmal auch nicht. Asche nehmen wir mit, den Plunder. Ja, das Wasser brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Ah, hier ist ein Magier, der sich... Magier. So, wir gucken weiter. Das hatten wir schon. Hier waren wir schon. Gehen wir jetzt in die Richtung weiter. Schon Rang 3 bei zwei Händler erreicht. Geht ruckzuck, das geht sehr fix.
So, guck mal, da haben wir schon das erste Rezept. Ja, wir nehmen trotzdem alles mit. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir verkaufen es dann. Wir brauchen das Geld. Wir sind arme Schweine. Ich hoffe auch eine Axt zu finden noch. Asche nehmen wir mit. Der Sack ist leer. Was haben wir hier? Da haben wir noch eine Urne. Gerste. So, dann gehen wir immer hier hinter. Hier hinten gibt es eine Truhe. Das weiß ich ziemlich sicher noch sogar. Das klare Wasser können wir anfangs erstmal verkaufen noch. Brauchen wir alles erst später. Minze brauchen wir nicht. So, da haben wir hier. Ich mache erstmal die Truhe auf. Jute-Schuhe. Wieder mal. Das ist ja extrem schnell, die Einstellung der Kamera. So. So ist es schon in Ordnung. So, und guck mal, ich verstehe nicht. Wir haben unseren Charakter komplett groß gemacht. Ich verstehe nicht, warum die Alte größer ist als wir. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Aber da haben wir noch einen Templer. Direkt gesehen an der Flamme. So, was haben wir denn hier? Klares Wasser. Dietriche sind gut. Dietriche brauchen wir. So, guck mal, hier waren wir schon, glaube ich. Ja, genau. So, dann guck mal hier lang. Ob es hier noch was gibt. Nee. So, hier, das untersuchen wir alles. Das ist leer. Das ist Minze. Eine Urne mit Roggen.